Herzlich willkommen zurück zu Part 4 von Formel 1 2013. Wir sind in Qualifying. Ja, im Training, habt ihr ja im letzten Part gesehen, waren wir überragend. 2 Zehntel vor Alonso. Natürlich mit den roten Reifen. Oder beziehungsweise den super weichen Reifen. Ja, mal gucken, ob unsere Performance hält und wir eventuell hier unsere erste Pole schon rausholen können. Ich bin mal sehr gespannt. So. Wir fahren mit den härteren. Die waren ja nicht schlecht. Wir spuren mal ein bisschen vor. Bianchi, Shelton. Ich kann euch ja mal die ganzen Fahrer jetzt zeigen. Könnt ihr euch gerne angucken. So. Wir steigen ein, wenn da eine gute Zeit ist. So. Steigen wir ein. So, sind wir drin und jetzt fliegen wir einfach mal raus auf die Piste und zeigen dir mal, wie das richtige Fahren geht. Ich neue Reifen? Ja. Ich hoffe, ich habe nicht das falsche Setup gewählt. Weiß man nie. Es gibt bestimmt noch bessere als meins. So. Gucken wir uns den 30-9 schaffen. Direkt. Wenn ja, dann gucke ich mir das an. Wenn nicht, dann fahren wir noch eine Runde. Bisschen die Kurve verhauen. Sind zu spät gebremst. Bestzeit schon mal. Sehe ich nur. 18. Okay. Was ist denn hinter mir? Ach, der Hamilton. Pinkel dich. Eigentlich könnte er mich jetzt überholen, aber er macht mir dann meine Runde kaputt, wenn ich es nicht schon selber getan habe. Habe ich. Aber ebenfalls noch. Lila. Gutes Zeichen, aber wird nicht reichen für eine Bestzeit, weil der Hamilton ein bisschen schneller ist. Um 13 oder sowas mindestens. So. Außer ich fahre in den letzten Sektor eine überragende Zeit. Könnte sein, weil ich nämlich ein bisschen 28,8. Okay. Alonso ist gut. 1,30,2. Ich muss noch eine. Oh. Der Möwen verpiss dich, Mann. Ganz ehrlich, verpinkel dich. Rückstand nicht gut. 14. Meine eigene Zeit. Also. Nicht gut. Hamilton verpisst sich doch einfach. Wenn du vorbeifahren willst, fahr vorbei. Wenn nicht, dann lass es einfach. Ganz ehrlich. Was juckt mich, was Kimi ist? Auf jeden Fall meine Zeit 16. Oh. Gut. Nehmen wir doch. Auf jeden Fall hängt der mir ganz schön in Getriebe, ey. War ein Heck. Getriebe ist es ja nicht. So, aber jetzt hat er verloren, ey. Habe ich auch. Du lässt viel Zeit im Sektor 3 liegen. Ich wusste auch warum. Muss ich noch eine Runde fahren. Wenn Hamilton sich mal verpissen würde, dann ist alles einfacher. Und ich breche wegen ihm nicht meine Runde ab.
Ganz ehrlich. Darf ich nämlich noch eine fahren? Ach ey. Ärgerlich. Jetzt hat Hamilton den Abstand genommen. Weil nicht vorbeigekommen ist. Gut. Kann ich auch nochmal fahren? Versuche ich einen neuen nochmal. Einen neuen Run. Oder auch nicht. Oh. Bisschen Offroad. So. Okay, PlayStation gibt Gummi. Ja, genau so. So machst du das immer. Oh, er fährt in der Box. Er hat keinen Bock mehr. Was? Fast kein Benzin mehr. Was ist denn da los? Fahre ich noch die und dann fahre ich in eine Box. Weil die smooth. Jetzt habe ich tatsächlich vergessen, mir mehr Benzin mitzunehmen. Ach. Ja. Gut. Okay, nochmal. Ist auch besser rumgekommen. Gut, hier rum. Gut, hier rum. Könnte Bestzeit werden. Wird es auch. Ersten Sektor schlägt mich kaum einer. 13, eine Sekunde auf eine Bestzeit da, oder was? Okay. Jetzt den Reifen bestimmt, der ist richtig warm. Immer noch Bestzeit. Die Reifen werden langsam abgenutzt. 15. So. Gut. Bin ich mal gespannt, ob es eine Bestzeit wird. Zieh! Zieh! Nein! Letzten Sektor habe ich alles verloren. Ach, egal. Reicht mir. Jetzt zählt es ja noch nicht. Und ich will nicht ausrollen, beziehungsweise ich konnte keine Runde mehr fahren. Gucken wir mal. Zweiter Alonso hat uns knapp geschlagen mit unserer... Knapp langsamer als unsere Zeit mit den Weichen. Aber erster Sektor wieder überragend, ey. Verlieren die teilweise eine Sekunde. Gute Arbeit, du bist für die nächste Sekunde. Nur 10. Ey. Okay. Gut. Nehmen wir doch. Ah, ja. Wir können gut dabei sein. Und die Bestzeit könnten wir ja mitspielen eventuell. Oder mitsprechen zumindest. Dann save das doch mal Auto. Und hier gibt es ein zweites Qualifying? Ja. Gut. Wir warten wieder ein bisschen. Gucken mal, was die so fahren. Dann gucken wir, was wir fahren können. Und dann vergleichen wir mal. 23.1. Vettel ist hier nicht überragend, ey. Legen wir Runde. Ach, ganz schön gedrängelt, aber ich habe eine schöne Lücke erwischt. Wenn er jetzt vor... Nee, gut. Wenn ich jetzt Abstand nehme, habe ich eine schöne Lücke erwischt. Oder auch nicht. Ich muss Gas geben. Hinter mir ist nämlich Raikön. Die fährt nicht gerade langsam. So wie es aussieht.
So. Gehen wir Gummi. Was? Ist doch kein Abkürzen. Komm, Shooter, willst du mich verarschen? Wie man sehen kann, ich lasse auf jeden Fall fliegen. Und ich hoffe, es ist dann auch noch schnell, wenn ich es fliegen lasse. Das ist nämlich wichtig. Bestzeit, okay. Kurve war Mist. 28,9, ey. So. Raikön holt nicht auf. Verliert er. Aber auch nicht verwunderlich. Bestzeit immer noch 1,8. Das war klar abkürzen eigentlich. Aber wenn es nicht juckt, juckt es ihn nicht. Am besten sage ich auch nichts. Dann, wenn es nicht juckt. So, mal gucken, ob wir wenigstens eine Bestzeit jetzt fahren. Und es ist eine 28,5. So. Was ist los hier? Ja, was ist los? Wahrscheinlich bin ich jetzt nicht mehr Erster. Okay, doch, bin ich noch. 28,9. Ich nehme den fast eine Sekunde in den ersten Sektor ab. Ey. Das ist doch überragend, ey. Ja, gut. Den Q3 halbe Sekunde, okay. Das finde ich super. Save das mal Auto. Vielleicht holen wir uns hier wie in der Saison 2012, aber noch eine Stufe damals niedriger als die ich jetzt fahre. Die Pole. Das war, glaube ich, ein Start-Ziel-Sieg. Aber jetzt sind wir eine Klasse höher und ja. Dominieren trotzdem. Was letzte Saison richtig schwer war, ist jetzt, wie es aussieht, einfacher geworden. Die Klasse jetzt hier. Gehen wir aber mal raus. Knallen mal eine Runde hin und mal gucken. Vielleicht wird es ja die Bestzeit. Fett. Haben wir noch nicht ausgetestet. Tun wir jetzt mal. Das dürfte auch noch vielleicht so ein 2-3 Zehntel bringen. Fit. Freie Strecke, yay. So lobe ich mir das. Gucken, was sie jetzt an Topspeed fahren. 300. Bisschen früh gebremst. Und verhauen. Passt ja. Ich will eine perfekte Runde. Und ist die hier bei Weitem nicht gewesen. Also zumindest die erste Kurve nicht. Also hier. Die hier. So, schön rum. Hier schön rum. Hier mit schön Vollgas durch. Wieder. Gut. Weil ich vielleicht ein bisschen zu früh bremse, sonst wäre da vielleicht noch 2-3 Zehntel drin. Allein mit dem super weichen Reifen. Ah, das möchte ich auch nochmal neu machen. So. Was? Ist doch kein Abkürzen. Das war niemals ein Abkürzen.
Weiter. Gleis ansetzen. Raum. Ja. Bestzeit natürlich. Wenn wir jetzt hier abkürzen, mehr kommt, damit schwierig. So. Schön. Jetzt hier die Kurve verschießen, Aber jetzt schön früh. Der ist aufgehabt und jetzt wird es eine 1,28,3. 2/10, wie ich gesagt habe. Da wären aber noch mehr drin gewesen. Ärgerlich. Mal gucken, was die fahren. Ich nur auf 3. Ich muss noch mal raus. Im Moment herrscht auf der Strecke Hochbetrieb. Okay. Mach ich doch. Wenn es sein muss. Du bist jetzt. Ich will die Pole unbedingt. Kimi ist momentan 28,0, okay. Wir warten schon mehr, Platz 4. Heftig. Ich werde nur mit den Reifen aber eine Runde noch fahren. Jetzt alles geben. Schön erwischt. Schön die auch erwischt. Und jetzt kommt eine komische. Ich alles fahren kann. Die auch einigermaßen erwischt. Die auch gut erwischt. Die auch gut erwischt. Aber langsamer als meine Zeit. Jetzt sind wir aber schneller. Okay. Die einigermaßen gut erwischt. Aber mal gucken, ob es Bestzeit wird. Ja, ist immer noch Bestzeit. 2/10, aber jetzt nur noch. Jetzt habe ich es weggehauen, eventuell. Eventuell, sage ich. Die war nicht gut. Die war auch nicht gut. Komm, zieh. Nein. Hervorragende Arbeit. Dankeschön. Eine versuche ich noch. Jetzt muss es klappen. Und fahre euch. Jetzt bin ich gerutscht und jetzt ist es aus. Ich bin fast meinen Reifen ruiniert. Vergiss es. Scheiß ich drauf. Ich ruiniere mir meine Reifen jetzt nicht. Drei reicht auch. So. Zum Anfang. Hervorragende Session. Wir starten morgen von Platz 3. Gut. Renndirektor. Was sagt er? Weicher? Ja, gut. Fortsetzen. Von 3 zum Anfang. Ist noch alles drin. Ich hoffe, ihr habt meine Reifen nicht versaut. Dass ich noch eine dran gehängt habe, aber ich glaube nicht. Räikkönen 9. Der Mercedes auf 1. Lotus auf 3. Ja, was soll ich machen? Hi! So läuft's. Vettel auf 2. Hamilton 1. Ja, knapp 3/10. Ja doch, knapp 13. Ne, sogar 4, glaube ich. Haben mir gefehlt am Ende. Monaco. Sehe ich sofort.
Die werde ich, glaube ich, fressen, die Strecke, ey. Die ist nämlich... Mag ich gar nicht. Viel zu eng. Jetzt können wir 308, das ist der höchste, okay. 32 Minuten Streckenzeit. Ist ja die Kraft, okay. Okay, okay. Werde erst. Sonst noch Wünsche? Aber sonst hackt's hier wohl, immer. So. Ja. Das war das Qualifying in Australien. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im Rennen wieder. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und ich sag mal, bis dann. Haut rein und ciao.